Hallo, liebe Zuschauer, es ist der 2.5. unter Ortsbeirat Südstadt-Tagte mal wieder. Heute leider die Tonaufzeichnung wieder mit dem altbewährten Headset, weil mein liebes Mikro, das Rode, was auch immer, heute mal wieder keine Lust hat. Insgesamt hatten wir heute zwei Themen. Das erste Thema ist im Endeffekt eine Fortführung von der Ortsbeiratssitzung des letzten Monats. Die Frage Pawlowstraße, Robert-Koff-Straße, Straßenverkehrsführung bei der Werkstattführung, ihr erinnert euch, dass wir da über Abholterung oder auch alternative Verkehrsführungsformen geredet haben. Eine Woche nach unserer letzten Ortsbeiratssitzung tagte der Ortsbeirat Bistow. Ich war dann halt mal zu Besuch und haben im Endeffekt jetzt ein bisschen angeleiert, dass wir halt irgendwann nach der Kommunalwahl uns mal zusammensetzen, dass beide Ortsbeiräte mal ihre Vorschläge auf den Tisch bringen, weil Ortsbeirat Bistow die gesamte Sanierung der Robert-Koch-Straße neu plant und wir quasi genau aus einem anderen Blickwinkel des Südrings darauf schauen, bisher halt immer so ein bisschen Stolle Postprinzip war und wir halt jetzt einfach mal uns zusammensetzen wollen, um halt einfach mal vernünftig zueinander zu planen, was da tatsächlich passieren soll. Ich wäre dafür, dass wir das öffentlich machen, dass halt auch die Bürger und Bürger da mit hinzukommen. Das war einer der Hausaufgaben für den nächsten Ortsbeirat nach der Kommunalwahl. Bleibt also mit dran und bringt euch einfach in das Thema ein. Das Hauptthema des heutigen Abends war die Fortführung bzw. die Weiterplanung des Radschnellweges. Ihr erinnert euch, dass es zwei Radschnellwege geben soll. Einer vom Hauptbahnhof, der quasi einmal so einen großen Bogen über Reutershagen dann gen Norden bis nach Warnemünde macht. Der andere kommt aus Dirkow, fährt über den Stadthafen und vereinigt sich dann auf halber Strecke nach Warnemünde ebenfalls mit dem Radschnellweg. Für uns relevant waren im Endeffekt zwei Punkte. Der erste Ausbau Satower Straße, Erich-Schlesinger Straße war schon mal behandelt worden. Da geht es 2019, 2020 los. Und heute war die zweite Ausbaustrecke Erich-Schlesinger Straße Richtung Hauptbahnhof Thema. Das heißt im Endeffekt, viele von euch kennen das mittlerweile, die Ausbaugespräche zum großen Pol. Wird sich der Radschnellweg genau an der nördlichen Kante entlang an der S-Bahn-Schiene entlang ziehen. Dabei halt Baubeginn 2022 oder sowas, ist noch eine ganze Weile hin. Allerdings haben wir schon ein paar wichtige Informationen mitbekommen. Der Baubeginn wird in der Erich-Schlesinger Straße beginnen. Sowohl die Überquerung Erich-Schlesinger Straße als auch Südring wird am Ende eine Fahrradbrücke sein. Das heißt, ihr könnt halt komplett einmal durchfahren, ohne irgendwelche Pkw-Straßen queren zu müssen. Es wird 7 Bauausschnitte geben. Planung zum Radschnellweg ist dementsprechend halt auch immer relevant für die Planung des großen Pols. Gesamtstrecke 1,2 Kilometer. Ist also noch eine ganze Weile hin, bis das ganze Thema umgesetzt und fertig ist. Ich finde es aber diesmal richtig und wichtig, dass die Stadtverwaltung so früh die Projekte vorstellt. Es waren heute allerdings relativ wenig Gäste in der Ortsbeiratssitzung, sodass dann versprochen wurde, die Präsentation rumzuschicken. Wenn die uns zur Verfügung gestellt und veröffentlicht werden darf, stelle ich sie euch dann nochmal rein. Dann könnt ihr euch das in Ruhe auch nochmal angucken. Da sind auch die ganzen Bauplanungszeichnungen mit da drin, dass ihr einfach nochmal genauer sehen könnt, wo die Strecke lang gehen soll. Ja, das war's dann eigentlich. Das war die letzte Ortsbeiratssitzung vor der Kommunalwahl. Im Endeffekt muss man das Fazit ziehen: Wir haben als Ortsbeirat eigentlich sehr gut zusammengearbeitet. Das Klima fand ich auch sehr gut. Man hat viel miteinander gelacht, was man auch nicht in allen Gremiensitzungen so erlebt. Und gleichzeitig haben wir auch viele Themen anstoßen können. Ich finde, das sollte man nach der Kommunalwahl mit einem neuen Ortsbeirat ebenfalls fortführen. Das könnt ihr halt auch mit beeinflussen, weil die Zusammensetzung der Ortsbeiräte auf den Wahlergebnissen der Parteien in den Stadtteilen fußen. Das heißt im Endeffekt, jenen, denen ihr in der Kommunalwahl die Stimmen gebt, haben im Endeffekt auch die besten Chancen zur Ortsbeiratszusammensetzung halt ein Wörtchen mitzureden. Meine Bitte wäre halt, geht wählen, geht demokratisch wählen. Ihr mögt zwar drei Wahlzettel haben, die halt teilweise dazu geeignet sind, die Wände zu tapezieren, aber mit ein bisschen Geduld, ein bisschen reinschauen, schafft ihr das eigentlich innerhalb von ein, zwei Minuten abzustimmen. Also geht wählen. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, nach der Kommunalwahl weiter im Ortsbeirat Südstein mitzuarbeiten. Deshalb werden wir auch den Kanal weiterführen. Ich würde mich deshalb freuen, wenn ihr mit dabei bleibt und nach der Kommunalwahl halt dann auch wieder fröhlich mitdiskutiert. Bleibt mir am Ende wieder nur das zu sagen, was ich immer sage. Abonniert meinen Kanal, diskutiert fröhlich mit, teilt die Beiträge. Nur durch eure Inputs macht dieser Kanal Sinn, weil ich dann im Endeffekt tatsächlich Material habe, womit ich halt auch die Stadtverwaltung manchmal auch ärgern kann. Mein Name ist Stefan Posselt. Ich gehe gleich noch mit dem Hund, auch wenn es jetzt anfängt zu regnen, wie immer. Ich wünsche euch einen schönen Abend.